Bei Sydney ist es halt einfach so, dass er natürlich von Beginn an zu kämpfen hatte mit Verletzungen und der natürlich auch eine Problematik hat, der ist sicherlich nicht jetzt so von seiner Körpersprache, von seiner Körperhaltung so, dass er uns hilft, dass er eine positive Aura hat. Er verständlicherweise beschäftigt er sich nur mit sich selbst und hat, wie gesagt, halt auch nicht, sprüht nicht vor positiver Energie. Das können wir in den letzten 14 Tagen nicht gebrauchen. Deswegen ist diese Maßnahme so zu verstehen. Ja, ich glaube, wir müssen das einfach lösen, das Problem. Es geht hier nicht weiter. Es ist schade. Sydney hat sicherlich im letzten Jahr in Leverkusen sehr, sehr gut gespielt. Es hat hier nicht funktioniert. Da gab es sicherlich auch Gründe, warum das nicht funktioniert hat, aber wir haben jetzt diese Entscheidung so getroffen.